Recht herzlich grüß Gott. Herzlich willkommen beim 11. Kamikaze Karate Sommercamp in Neuhofen. Momentan am zweiten Tag sind 468 Sportler vor Ort. Wir erwarten heuer den nächsten Rekord. Es werden sich so also 550 bis 600 Sportlerinnen aus 20 Nationen einfinden. Der Highlight wird wohl sein jetzt am Samstag. Wir laden da recht herzlich ein zur Sayonara Party, Show Night und natürlich der Energie AG Cup im Forum in Neuhofen, anschließend im Festzelt Sayonara Party. Das, was wir im Hintergrund sehen, ist im Rahmen der Neuhofener Ferienaktion das Kinderkarate-Schnuppern mit Kenji Hashimoto aus Japan. Die Trainings beginnen dann in circa einer Stunde. Es sind sehr viele Sportler vom Nationalteam vor Ort. Wir haben Sportler aus Slowenien, aus der Ukraine, aus Japan, Italien, Frankreich und Neuhofen top international. Ich bin die derzeitige Bundestrainerin für die Kata. Es gibt zwei Arten von im Karate, die Kata, der Schattenkampf, und im Kumite der direkte Zweikampf. Kata ist ein sozusagen Techniken, Kampftechniken mit der leeren Hand. Im Hintergrund sehen wir dann Kampftechniken mit Waffen. Im Hintergrund sehen Sie sozusagen im Kobudo die erste Waffe, der Bo. Das ist sozusagen das Kihon. So lernt man einmal Kobudo kennen. Übergehend tut dann mit dem Bo gibt es dann den Eskrima. Das sind die Stecken, so wie bei den Polizisten, die Abwehrstecken. Dann geht es über mit dem Nunchako. Das sieht man im nächsten Hintergrund, und die letzte Waffe ist die Seigabel. Das wären die vier Hauptwaffen des Kobudo. Meine Damen und Herren, ich habe die ganz große Ehre, Ihnen da zwei Kapazunder des Karatesports vorzustellen. Zu meiner Rechten Sir Wayne Otto, fünffacher Kumite-Weltmeister, und zu meiner Linken Daniel Devicili aus Vorarlberg, Kumite-Weltmeister, wann war das? 1994. Und es hört sich ungefähr in etwa so an, wenn Sie zwei Weltmeister unterhalten. So, important question, Wayne. How was your time as an athlete, as competitor these years ago? Well, you know, I started back in 1981, which is a long time for some people. But for me, I think I had a golden era. Der hat uns erzählt, dass er gerade eine goldene Zeit gehabt hat mit dem englischen Team. Das englische Nationalteam war in der Zeit in den 90er Jahren, 80er Jahren eigentlich immer ein Top-Team. Und er sagt, dass er diese Zeit sehr genossen hat, in diesem Team gewesen sein zu dürfen. Er war natürlich einer der Stützen, er war ein Kapazunder. Und ich sage immer so, wenn wir dann einen Wettkampf fahren und man hat gesehen, okay, Wayne Otto in der ersten Runde, haben alle schon ein bisschen genagt auf den Stockzähnen. In Malaysia war es dann ein bisschen umgekehrt, da hast er in der Vorrunde ausgeschieden. Ich durfte dann den Weltmeistertitel erringen. Aber Wayne Otto ist natürlich nochmal eine Stufe über mir, weil er hat gleich mehrere WM-Medaillen gewonnen und ist international immer noch ein großer Name. Thank okay. you, Wayne. Thank Have you. A good time Thank together you. With me and I with you. Exactly. Hello, I'm Peter Benišek. I am a coach of karate team from Budweis. We are very happy to be here again. This is amazing, amazing camp. Mir gefällt es sehr, dass wir verschiedene Trainingsmöglichkeiten haben. Mir gefällt sehr, dass es viele internationale Sportler gibt, mit denen man super trainieren kann. Mir gefällt es sehr, dass sehr viele verschiedene Trainer da sind, die unterschiedliche Trainings machen. Mir gefällt es sehr, dass man so viel Trainingsangebot hat. Mir gefällt es sehr, dass der Christian die Veranstaltung so toll organisiert hat.